Na, ich glaube, ich lasse es doch lieber. Dann lasse ich es lieber niederbrennen. Oh, wir haben sehr viel Einfluss verloren. Aber wir können weiter segeln. Ach nee, Moment. Wir haben ja noch die Einheiten hier. Bleibt mal hier. In die Wanten. Unsere Reiter. Für der Apokalypse. Herrscher. Ja, zwei fehlen uns noch. Zu Diensten, mein Fürst. Geht dann hier hin. Ei, ei, Captain. Ich glaube, dann holen wir uns den Rest von Gelb. Und als nächstes wird wohl er dran sein. Allein schon aus dem Grund, weil er uns anfangs hier oben so genervt hat. Oh, was mache ich denn da? Blödsinn. Steht es um die Rohstoffe? Ich glaube, Tabak muss nur was tun. Weiß nicht, jetzt könnten wir von hier oben auch mal irgendwann holen. Neue Einheiten sind bereit. Oh, ich zeige euch dann gleich mal die Infanterie bzw. die Kanoniere hier rüber. Die Kanoniere nehme ich dann für anderes. Ich denke mal, mit den Kanonieren greifen wir dann einfach mal blau an. Der ist voll, die Schwertschmiede brauchen wir auch nicht mehr. Und wir haben keinen Stahl mehr. Heute machen wir einfach mal eine Werkzeugschmiede aus, damit wir ein bisschen Geld sparen. Hier bricht ein Vulkan aus, auch sehr schön. Oh. Kümmern wir uns um den letzten Rest von Gelb. Bloß unsere Einheiten finden. Keine Gnade! Keine Gnade! Keine Gnade. Seite. Übrigens, jeden Markt, den ihr baut, jeder gebaute Markt bringt euch 10 Tonnen mehr für jede Kolonialware. Also, das sind alles Kolonialwaren. Also, je mehr Märkte ihr habt, umso mehr könnt ihr bauen. Ich habe da meistens die Angewohnheit, irgendwann haufenweise Märkte an irgendeine Stelle zu bauen, die ich sowieso nicht anders nutzen kann. Aus dem einfachen Grund, damit ich mehr auf der Insel lagern kann. Weil über Kontor 4 kommt ihr nicht. Der auch sehr viel fassen kann, aber das ist einfach nicht genug. Kein Stahl mehr. Ich glaube, ich mache die einfach mal aus erstmal. Naja, Stoffe steckt doch. So, was brauchen wir, um eine neue Sitzung zu bauen? 50 Tonnen Ziegel, keine Frage. Holz ist vielleicht ein bisschen wenig. Vor allem, weil ich noch einen neuen Markt bauen muss. Und vielleicht auch eine Feuerwehr mit. Oder ich baue erstmal bloß am Rand, das reicht auch für den Anfang. Ich weiß gar nicht, waren hier irgendwelche Rohstoffe drin? Das kann sein, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, hier war Eisen drin, das ist verschwunden nach einem Ausbruch. Deshalb habe ich auch hier oben ein bisschen Angst, dass das Gold irgendwann weg ist. Wir haben leider bloß die eine Goldmine. Und Rot? Rot ist jetzt doch zu Kaufleuten aufgestiegen. Ich habe gedacht, das schafft das nicht. Aber irgendwie scheint er doch an die benötigten Waren gekommen zu sein. Und er hat Nachfrage nach Schmuck. Und Schmuck können nur wir herstellen, weil nur wir Gold haben. Gold würde ich ihm nie verkaufen, weil höchstens eine Tonne der baut und Goldschmied und der ist dann arbeitslos und dann kostet er ihm was. Aber wenn ihr bestimmte Waren ständig an einen Spieler verkauft,
Er hat die große Werft. Na super. Darauf habe ich es auch abgesehen. Aber das Problem ist halt, die große Werft braucht große Schiffe und mit denen kann ich mich einfach nicht anlegen. Die zerschießen nämlich meine Handumdrehen. Die können. So ein großes Kriegsschiff kann 14 Kanonen haben und es hält deutlich mehr aus als mein kleinen. Deshalb muss ich jetzt demnächst nachziehen, auf jeden Fall. Oh, so, hier ist ja noch Holz. Warum habe ich nichts gemacht? So ein Schwachsinn. Oh, hoppla, was habe ich jetzt weggemacht? Ach Mist, jetzt habe ich die Animation weggemacht. Oh, das tut mir jetzt furchtbar leid. Das ist was ganz Seltenes, was hier passiert. Pass mal auf, ich mache jetzt mal... So, das speichere ich mal extra. Gesichert. Aus dem einfachen Grund, dann kann ich euch die Animation mal zeigen. Und zwar haben wir gerade 1000 Gold gekriegt, weil wir einen Piratenschatz gefunden haben. Das war doch die Gewürzinsel. Ja, das war die Gewürzinsel. Ach, so ein Mist. Jetzt habe ich... Ah. Schade. Ich habe gedacht, die Animation fehlt uns noch. Oh. Die Animation fehlt uns nicht. Ich dachte, jetzt habe ich noch einen gefunden. Jetzt ist es mir egal. Jetzt bleibt das Haus weg. Ich habe schon wieder die Pest. Naja, kann ich nicht ändern. Nicht meine Schuld. Wenn sie sich mal ein bisschen waschen würden, würde das auch nicht passieren. Ich denke mal, ich mache dann einfach mal zum Schluss, nachdem ich gespeichert habe, nochmal einen Ladebildschirm und dann... Merkt euch mal, hier drin schon wieder Piraten. Ja, gib dich mal lieber. Boah, ich bin auch ziemlich weit weg vom Schlag. Ich muss auf jeden Fall die Handelswege sichern. Oh, ich habe ganz vergessen, den weiter anzugreifen. Da war ja noch was. Auf dich zu reparieren. Und der baut Mauern, was ihm jetzt recht viel bringt, nachdem unsere Soldaten schon gelandet sind. Vor allem kann ich die hier schön landen lassen und hier an der Seite, wo der Platz ist, vorbeilaufen lassen. Also es ist nicht so wirklich effektiv, was er da macht. Und die Tabakwaren-Sachen zerstören wir auch mal. Weil mit Tabak an sich kann er, glaube ich, nicht so viel anfangen. Ich habe bloß nur 31 Einwohner. Könnten wir auf unsere Punkte schauen? Also für Dörfer und Städte gibt es Punkte, für Untertan natürlich. Zufriedenheit, das ist das mit den Denkmälern. Barvermögen gibt es, glaube ich, erst ab 100.000 der ersten Punkte. Soldaten besiegt natürlich. Für 9 versenkte Schiffe gerade mal 500 Punkte. Es gibt meistens mehr, wenn es größere Schiffe sind einfach. Also es kommt drauf an, was für Schiffe ihr versenkt. Und ihr kriegt auch Minuspunkte, wenn ihr Schiffe verliert. Ihr könnt aber nicht unter 0 Punkte fallen. So. Die Besonderheit von der Gewürzplantage. Was geerntet ist, ist auch wirklich sofort da. Also ist jetzt nicht wie bei den Tabakwaren, dass wir die ernten. Und die dann halt noch in der Tabakwarenverarbeitungsstätte, wie auch immer das Ding wirklich heißt, sagen wir mal, Zigarren gerollt werden müssen. Also die Gewürze werden geerntet und sind sofort... verbrauchsfertig. Genauso wie Kakao. Den wir hier oben eigentlich anmachen könnten, wenn wir schon mal dabei sind. Könnt ihr ein bisschen ernten. Könnte ich eigentlich tatsächlich Kakaoplantagen errichten. Was Besseres habe ich hier eh nicht drauf. Wir haben kein Geld mehr. Das überrascht mich. Muss ich ernsthaft sagen. Rohstoffe, 50 Tonnen Erz. Ich glaube, ich mache mal den Einkauf aus. Das frisst uns auf. Die Kosten fressen uns einfach auf. Den machen wir auch aus. Ein Schiff wurde repariert. Fehlt ja eigentlich bloß noch unten. Ach, Geld natürlich.
Könnt ihr euch noch erinnern, wo ich mal gesagt habe, jetzt haben wir keine Geldprobleme mehr? Ich habe mich geirrt. Aber normalerweise ist es so, dass wenn ihr einen bestimmten Stand erreicht... Keine Gnade! Das ist einfach die hohen Einkaufskosten für das Eisenerz haben uns jetzt so geschädigt. Boah, schwinde hier. Ei, ei, Captain! Piraten. Setzt neuen Kurs! Mir nach. Noch zwei Märkte und dann habe ich einen. Oh, die müssen jetzt auch demnächst anfangen, Gewürze zu ernten. Wenn wir die Gewürze haben, können wir wenigstens erstmal die Steuern wieder erhöhen. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Das erste große Kriegsschiff. Oder ein großes Handelsschiff, wahrscheinlich ein Kriegsschiff. Ich brauche dann eigentlich nur noch große Kriegsschiffe. Ein großes Kriegsschiff, na toll. Ich hoffe doch mal, dass Rot uns fröhlich gesinnt bleibt. Weil wenn der es im Kopf kriegt, dann sollten wir nicht mehr hier sein. Noch nicht. Wenn wir dann eine ansehnliche Armee haben, dann ist es kein Problem mehr. Aber mit unserer aktuellen Schiffsflotte werden wir dem wohl nicht entgegenkommen. Und hier beginnt die Gewürzernte. Überlegt nur gerade, vielleicht sollte ich den Marktplatz ein bisschen außer Reichweite von dem Ding bauen. Das wieder nicht geht, weil uns das Geld fehlt. Ich glaube, ich höre erstmal auf mit Soldatenproduktion. Das können wir uns gerade tatsächlich nicht leisten. So, das ist sonst so. Das ist alles ganz im Lot. Wenn wir jetzt anfangen würden, Gold abzubauen, Schmuck können wir, glaube ich, nicht. Nee. Schneiderei? Nee, war es auch nicht. Schneiderei. Ja, irgendwann könnte man die Schneiderei bauen, aber noch nicht. Und die haben schon wieder die Pest. Naja. Schön, dass wir die Animation jetzt schon zum zweiten Mal haben. Die Erzvorkommen der Berge sind erschöpft. Es geht recht schnell, wenn ich ehrlich bin. Die tiefen Erzminen halten ein bisschen länger, aber ich dachte, es dauert länger. Naja. Andererseits ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ist es leer? 0 Tonnen. Haben wir wenigstens 60 Betriebskosten weniger. Und ich weiß auch, dass der Kakao, den wir hier ernten und die Gewürze hier höchstwahrscheinlich nicht reichen. Habe ich den nicht gerade angemacht? Und ich habe es vergessen. Wahrscheinlich wollte ich es. So. Zum Angriff! Gelb pfeift aus dem letzten Loch. Jetzt geht es wenigstens mit dem Geld aufwärts. Zu wenig, was hier an Gewürzen rauskommt. Ich glaube, die Gewürzplantagen waren nicht gerade... Ja, die waren so teuer. Naja.